willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute habe ich wieder was von den Refiners, wieder aus Deutschland. Der Cognac-Finish war so geil, da habe ich mir gedacht, nee, komm, jetzt ziehen wir da direkt durch und jetzt machen wir den anderen auch noch fertig. Also Refiners, dem das noch nichts sagt, das ist von Petok und Marco Müller eine Abfüllung. Die beiden Jungs haben doch jetzt in Mömbris den Feingeist-Laden neu eröffnet. Und die beiden Abfüllungen, also der Spayburn und der Tomor, sind die beiden Abfüllungen, die quasi zur Eröffnung von dem Laden rausgekommen sind. Und ich merke, auch hier lässt sich die Flasche wieder nicht ganz so easy öffnen. Ach, ja, geht jetzt doch. Ja, das Cognac-Finish im Video zuvor fand ich halt so Hammer, das war so lecker, dass ich mir gedacht habe, ne komm, jetzt ziehen wir durch, jetzt mache ich den anderen auch noch direkt. Das wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Oh, schönes Geräusch, aber noch Plastik, was stört. So, na gut, komm, jetzt machen wir es hier ganz ab. So, dann gucken wir mal, was wir hier so im Glas haben gleich. Oh ja, oh, und geschlabbert, Mensch, doch. Ich muss mir das mal angewöhnen, mit einem Ausgießer vielleicht zu arbeiten, aber das ist auch nicht so cool mit dem Ausgießer. Egal, ich wollte euch noch was dazu erzählen. Also, es ist ein Spayburn, 9 Jahre alt. Wie schon vorher, nicht befärbt, nicht kühl gefiltert. Hier sind auch ein paar lustige Teilchen in der Flasche drin. Also schon mal das, was den Whisky-Fan oder das Herz des Whisky-Fans höher schlagen lässt. Die haben den Stoff 8 Jahre im Bourbon Cask gelagert und dann wurde der quasi in Deutschland nochmal 1 Jahr im Sauternes Cask gefinished. Also insgesamt 9 Jahre alter Spayburn. Spayburn hatte ich selber auch noch nicht im Glas. Spayburn kommt aus der Speyside. Ich glaube, das kann man sich fast denken bei dem Namen. Ja, der Kollege hat 55,4 Umdrehungen, also ein bisschen weniger als der Cognac-Finish. Das war bei über 60. Das war schon eine krasse Hausnummer, aber trotzdem sau lecker. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier in der Nase haben. Ich rieche schon sehr leckere Aromen, muss ich sagen. Und da kriege ich schon direkt Bock. Aber egal, wir gucken erstmal, was wir hier so ein Glas haben. Sehr fruchtig. Aber so helle Früchte. Süß auf jeden Fall. Geht so in die Richtung, ja, nicht Apfel, sondern eher so die Birnen. Ja, schon sehr reife Birne, würde ich schon bald sagen. Die grünen, kennt ihr die grünen Birnen, die es jetzt so im Herbst um die Zeit gibt, auf dem Markt oder so, wenn die so schön weich schon sind? So riecht das. Leckere Süße. Aber ich finde, hier hast du, also hier ist der Alkohol nicht so geil eingebunden wie bei dem Cognac-Finish mit 61%. Ne? Also das. Habe ich hinter mir im Regal stehen. Naja, komme ich jetzt gerade nicht dran, aber hier ist der Alkohol nicht ganz so geil eingebunden. Hier hast du schon, habe ich so ein bisschen Stechen in der Nase, aber tut auf jeden Fall dem geilen Aroma nichts ab. Also ist schon echt angenehm. Vor allen Dingen, du hast noch so einen Honigduft, du machst gerade das Glas auf und dann ne, hast du diesen leckeren, süßen Honiggeruch und dann wirklich vermischt mit den Früchten. Aber Früchte ist eher so wirklich. Ja, Birne auf jeden Fall, aber hat noch so was von Trauben, so wie so ein richtiger, so ein Eiswein, ne? Also richtig süßer Eiswein, so in die Richtung geht das schon bald. Und noch so ein Hauch Vanille dabei, aber der ist wirklich dezent, ne? Aber, also ist jetzt nicht so krass wie der letzte, also der letzte hat mich echt von Socken gehauen, also der Hammer, aber hier so. Ist halt fruchtig, ist halt lecker, ist süß, ist süffig, aber, also riecht zumindest süffig. Ich werde ja gleich probieren, ob er wirklich süffig ist. Gefällt mir auf jeden Fall, die Nase gefällt mir. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Slanger. Ich will nichts sagen, ne? Aber ich würde schwören, ich habe leichten Rauchabgang.
Minimal. Aber ich würde fast beschwören. Also der ist im Mund voll angenehm. Der ist wirklich, also der Honig und helle Früchte, so, also diese Birne hast du auch wieder voll dabei. Ich würde schon bald sagen, du nimmst diese vollreife Birne und kippst da einen Löffel Honig drüber. So ein bisschen in die Richtung ist das. Und dann habe ich noch so ein Zitrusmoment, wo ich den gerade nicht so ganz zuordnen kann, ob ich so in die Zitronen- oder Orangenrichtung, vielleicht auch Limettenrichtung gehen will, aber ich würde eher so, ja, so Zitrone, Orange, kann mich nicht entscheiden. Ich probiere nochmal. Leute, da ist Rauch. Kann ich mich so vertun? Ich würde beschwören, dass da nicht viel, aber dass da Rauch drin ist. Dass der dezent Rauch hat. Also, was ist nicht schlecht? Auf gar keinen Fall. Ne? Also, kommt lecker an. Ne? Aber. Ah, jetzt habe ich übrigens noch die Zitrusnote. Also, ich würde schon eher in die Richtung Orange dann gehen. Der bleibt auch im Abgang echt angenehm. Aber im Abgang kriege ich auch diese dezente Rauchnote. Ich weiß nicht, ob der da drin ist oder nicht. Mal, wir fragen mal einfach mal nach. Wenn jemand Infos hat, einfach in die Kommentare posten. Ich freue mich über Feedback. Ich würde sagen, also kommt für mich ja zuvor, aber im Abgang wirklich, der wärmt halt auch. Ne? Also der ist süß und wärmt. Ne? Da ist der nicht mehr kalt, sage ich jetzt schon. Da wird mir echt warm gerade. Also ist super angenehm, muss ich sagen. Auch der Alkohol ist auch hier jetzt besser eingebunden. Ne? Also du hast nicht wie in der Nase, da ich so in der Nase so dieses Gefühl habe, oh, krass viel so. Ne? Der ist also schon wesentlich angenehmer im Mund. Also im Mund hast du echt ein cooles Gefühl. Das ist lecker, das passt. Ne? Vor allen Dingen, weil du halt diese Honig-Fruchtnote hast, die ja total gut passt. Ne? Und da muss man wirklich sagen, ist der Alkohol echt gut eingebunden. Ne? Vielleicht hätte er noch ein Jahr mehr gebraucht oder hätte ihm vielleicht noch ein Jahr mehr gut getan, aber grundsätzlich ist halt ein guter Whisky. Kann ich wirklich nichts gegen sagen. Preislich liegt der ebenfalls wie der Cognac Finish bei 57,90 €. Von mir Preis-Leistung, Geschmack, das komplette Paket, auf jeden Fall 4 Daumen hoch. Wer Interesse daran hat, ich weiß es nicht, ob es davon noch Flaschen gibt oder nicht. Ich weiß, dass man bei Pet schon mal Glück hat, dass da Rückläufer sind oder die noch was irgendwo im Lager stehen haben oder bei Petto haben. Einfach nachfragen oder bei Feingeist selber nochmal gucken auf der Seite. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Flaschen bekommen habe und dass sie mir natürlich ein netter YouTube-Kollege mitgebracht hat. Und also Dirk von Expedition Whisky, ich mache jetzt einfach Werbung für den Dirk. Cooler Typ, habe ich schon mal gesagt. Interviews von dem sind ziemlich geil. Zieht euch das mal rein. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr vielleicht auch ein Abo da lasst und natürlich wie immer liken. Und ihr findet mich natürlich auch bei Facebook und bei Instagram. Ja, ich wünsche euch dann noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.